Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge Transport Fever 2. Und ich möchte heute nochmal bei der Kampagne weitermachen. Einfach mal nur so zur Abwechslung, weil ich so viele Folgen vorproduziert habe von dem freien Spiel, dass ich ich glaube fast 14 Tage. Und das kommt jeden Tag zwei Folgen. Also das Spiel macht mir aber im Moment so viel Spaß. Ich spiele das ziemlich viel, weil ich im Moment auch, ich muss schon fast sagen, leider viel Zeit habe. Werde aber auch jetzt ein paar Tage in die Klinik dürfen und deshalb wird auch eine Weile jetzt nichts hochgeladen. Allerdings, wie gesagt, ich habe so viel vorproduziert. Das reicht für eine Weile. So, wir machen weiter mit der Kampagne. Spiel fortsetzen. Kampagne, ja. Kapitel 2. Genau, Mittlere Westen in den goldenen 20er Jahren. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten boomt. Das waren noch fette Jahre. Ja, da ging es noch. War die Welt noch in Ordnung. Aber man sieht, der Autoverkehr hat da auch schon sehr stark zugenommen. Und die Kisten da, die haben noch richtig was verbrutzelt in ihrem Motor. Da gab es noch keine Katalysatoren, noch keine NOx-Speicher, keine Dieselpartikelfilter und, was es heute alles gibt. Abgasrückführung, die ganze Technik, die dann richtig Geld kostet, wenn mal was drankommt. Wer kennt's? Ja. Naja. Ist der Lauf der Dinge. Ich denke, die Evolution der Menschheit ist nicht aufzuhalten. Und bringt natürlich auch, Entschuldigung, Nachteile mit sich. Kein Vorteil ohne Nachteil. Ist so. Also Kapitel 2, Mission 8. Mission 8? Okay. So, ja. Wenn er dann einfach mal fertig wird mit Laden. Und dann... ja, das hier ist schon ein schönes Bild, wenn das nachher mal alles so aussieht. Und... ja, ich habe auch jetzt mal so ein bisschen mir noch ein paar Inspirationen geholt für das freie Spiel, auch was die Schönbau angeht. Und da werde ich mich jetzt auch mal etwas mehr drum kümmern. Ich habe jetzt in dem Spiel einfach nur auf Wirtschaft gespielt, um zu gucken, dass Kohle reinkommt, was mir auch relativ gut gelungen ist. Und aber trotzdem fühle ich mal gern zwischendurch die Kampagne, obwohl das natürlich jetzt überwiegend nichts Neues ist. Außer diese Bonusaufgaben, bei denen man irgendwas suchen muss, da habe ich schon meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Zusammenhang blicke ich nicht immer so ganz. Lass deine Leute erst einige Probefahrten unternehmen, bevor du sie auf zahlende Kundschaft loslässt. Straßenrowdies haben bei dir nichts verloren. Das hatten wir eigentlich erledigt, ne? Ich habe doch hier 10 Fahrzeuge. Oder wie viel haben wir? Na, warte mal, ich muss gucken. Was habe ich denn in den Linien drin? 7. 34, okay. Das ist doch erledigt, Ursa. Busausbildung 28%. Moment, das muss ich gucken. Jetzt bin ich verwirrt. Gut, es läuft aber weiter, ne? So, es kann ja ruhig auch schnell stehen. LKW-Ausbildung, Bus-Ausbildung. So, Test-LKW. Test-Bus. Ach, vom Bus habe ich keinen mehr laufen, ne? Da müsste ich da wenigstens noch ein oder zwei Busse wieder auf die Test-Buslinie. Was natürlich wieder nicht funktioniert, weil das so weit weg ist, ne? Oder hat die Testbuslinie keine Haltestellen mehr? Doch. Das heißt, der eine hier fährt immer noch schön brav rund und schraubt hier die... Ah, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Sehe ich jetzt. Gut, dann kaufen wir uns... Oh, hier sind ja noch welche. Was haben wir denn hier? LKWs. Ja. Dann muss ich ja wieder einen Bus einstellen. Sollte einer reichen, weil ich habe die anderen jetzt alle.
Warte mal, jetzt hier kann man doch auch irgendwie so einstellen, dass ich das hier sehe. Entschuldigung. So, und der geht jetzt auf die... Nein. Auf die... Wieso kann ich den jetzt nicht auf diese Testbuslinie schicken? Die gibt's doch noch. Wieso ist das jetzt wieder zurückgegangen? Oh. Ich bin verwirrt. Und das nicht zu knapp. Ist das jetzt wieder, weil der keine Verbindung hat oder was? LKW-Ausbildung, 70%, 71%. Achso, jetzt zählt er immer weiter hoch, oder was? Sorge dafür, dass der Straßenbau zügig voranschreitet, indem du die Lieferungen des nötigen Baumaterials übernimmst. So, Asphalt ist geliefert. Baumaterial läuft noch nicht, weil das noch nicht angeschlossen ist. Ich frage mich jetzt gerade, ist das hier jetzt fertig oder nicht? Wie es aussieht, ja nicht, ne? Es ist ja noch blau. Bilde Personal aus, um die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge mit mindestens 10 zu erhöhen. Ja, wo bin ich denn hier überhaupt? Also doch. Tram Minneapolis Zentrum. Fahrzeuge vorbei. Ach, da fährt gar keiner mehr. Ist damit was zu tun? Wo habe ich denn die alle? Das sind so die Kleinigkeiten, die ich dann fast nicht so ganz kopiere. Vielleicht habe ich das ja oben zu früh abgebaut, ne? Moment, jetzt probieren wir was. Hä? Straßenfahrzeug, Tramdepot. Keine Fahrzeuge mit der aktuellen Bildereinstellung verfügbar. Bildepersonen, um die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge auf mindestens 10 zu erhöhen. So, verfügbare Zahl, habe ich doch 10. Das heißt, das ist doch erledigt oder ist es nicht erledigt? Ich weiß, ich verstehe es nicht ganz. Okay, kümmern wir uns mal hier drum. Asphalt ist jetzt okay. So. Steine. Steinelinie. Fährt da schon jemand? Ja, einer. Fährt der auch? Ich muss mich mal kurz wieder hier jetzt sammeln. Ne? Also. Ganz kurz. Ganz kurz. Hier passiert noch nichts, weil keine Steine hier drin sind. Warum sind hier keine Steine drin? Einer fährt. Fahrzeuge verwalten. Der fährt Steine. Da ist nur einer. Warum ist hier nur einer? So, jetzt rückt mal hier Steine da rein, ne? Dass das mal läuft.
Was ist das jetzt? Aha. Bonusaufgabe. Corporate Identity. Identity oder Identity. Oder wie immer man das ausspricht, keine Ahnung. Um ein erfolgreiches Geschäft noch erfolgreicher zu machen, braucht es ein gutes Marketing. Dazu gehören nicht Angestellte mit Manieren und gepflegten Uniformen, sondern auch hübsche Busse. Sorge für einen rundum gelungenen Auftritt. Machen wir doch. Da du bereits mehrere Streckenkonzessionen ergattern konntest, lohnt es sich, jeder einzelnen Linie eine unverwechselbare Prägung zu verleihen. Lackiere die Busse von mindestens 5 verschiedenen Linien. Ach du lieber Gott. Ist egal wo oder was. Muss ich jetzt 5 verschiedene Linien bauen. Fährt da überhaupt noch was? Nee, da fährt gar nichts mehr, ne? Linie verwalten. So. Soll ich jetzt nur die Linie übermalen oder was? Linien in verschiedenen Farben, tatsächlich. Zählt das? Ne. Da muss ich erstmal 5 Linien erstellen, ne? Na komm, dann machen wir das doch. Wie sieht es hier mit den Steinen überhaupt aus? Ist das jetzt immer noch am Laufen hier? So, pass mal auf, die hier, die brauchen doch auch nichts mehr zu machen. Asphalt ist doch erledigt. Da schicken wir die doch, Fahrzeuge verwalten, alle auf die Linie Steine. Zack. Knallt's da mal richtig. Ein 1% Transport. Hier lagern schon mal 68, die auch mittlerweile schon weggeworfen werden. Nur der Vollständigkeit halber. Komm, knallen wir hier ein Gebäude dran. Und hier auch. So, schon wird da nichts mehr weggeworfen. So, lackiere die Busse von mindestens 5 verschiedenen Linien. Unterschiedlich. Also die Linien lackieren, nicht die Busse selbst, ne? Fünf verschiedene Linien. Na gut. Nur dass mir das oben noch anzeigt, das stört mich eigentlich. Aber ich nehme an, dass das weggeht, wenn wir das alles andere gemacht haben. So, hier haben wir. Ist das, ein Tram-Terminal, ja. Aber da kann man ja, kann man da auch. Kann ich auch Busse hinschicken, also na, die Linie habe ich ja schon, ne? Asphalt. Haben wir da auch noch Fahrzeuge laufen? Tatsache. Dann schicken wir die mal auf die hier schon eine Linie Steine. Ne, haben wir auch noch nicht. Baumaterial liefern. Straßenmeisterei beliefern. So. Achso, die Straßenmeistereien. Ach komm, wir machen jetzt zuerst das eine. Sonst werde ich ja noch wahnsinnig. Ich kann nicht so viel denken auf einmal. So, hier haben wir doch auch eine Buslinie. Passagiere. Linie verwalten. Wenn ich jetzt die Farbe hier ändere, wird das anerkannt. Nee. Fahrzeuge, Passagiere, Straßenfahrzeug. Gut, dann machen wir hier einfach, pass mal auf, machen wir das anders.
Tutorials hier sind schon etwas merkwürdig, ne? Ich setze jetzt hier mal zwei hin. Setze hier noch zwei hin. Ist ja im Prinzip völlig egal, ne? Der will ja nur, dass ich erstmal gucken, ob das hier funktioniert. Die nach die. Bisschen lackieren. Linien in unterschiedlichen Farben. Linie 2. Neue Linie. Linie 3. Neue Linie. Das ist Linie 4. So, neue Linie. Linie 5. So, und da muss ich jetzt wahrscheinlich überall Fahrzeuge drauf schicken, ne? Oder? Das ist immer das Problem bei diesen Bonusaufgaben. Ich bin nie so ganz sicher, was muss ich überhaupt da machen. So, jetzt kriege ich hier gar keine Fahrzeuge oder was? Ach so, ja, es geht an die Busse, ne? Warum liegen die überhaupt noch alle hier? Die waren gedacht für die. Komm, machen wir später. So, dann schicken wir den auf. Oh, es geht das schon wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Tut mir leid. Warum kann ich die jetzt nicht auf die Linien schicken, die ich da gerade erstellt habe? Was denke ich? Das habe ich nicht für einen Denkfehler. Sind die zu weit weg? Wenn ich was nicht verstehe, da werde ich sauer auf mich selbst. Ne? Ist das hier ein Straßenfahrzeugdepot? Ja. So, fünf Linien. Linie 1. Linie 2. Linie 3. So, Linie 4 und 5. Was ist damit? Kriege ich nicht. Von hier aus. Jetzt habe ich doch fünf verschiedene Farben. Warum erkennt er das denn nicht an? Da müssen die erstmal da ankommen. Ich habe fünf verschiedene Linien, fünf verschiedene Farben. Das heißt aber Busse lackieren. Linien unterschiedlichen Farben. Fünf. Eine von fünf. Aber ich frage mich trotzdem, warum ich von hier aus jetzt nicht kann sagen. Also das ist Tram. So, fahr du auf die Linie 5. Ah doch, da ist sie ja. Linie 4. Wieso habe ich jetzt die Linie 4? Und irgendwas nicht da. Oder so war da, ich habe es nicht gesehen. So, Linie 5 ist ganz da oben. Das kann natürlich sein, wenn das so weit weg ist. Linie 5. So, da ist natürlich keiner drauf. Linie 4. Kann ich den von hier aus vielleicht auf die Linie 5 schicken? Ne, geht auch nicht, ne? Das heißt, ich müsste Linie 5 einfach noch einen Ort hier unten zuweisen. Von mir aus hier oben. Und dann läuft die hier vorbei, oder was?
Und dann geht das. Oder? Hey, Tatsache. So, ist aber ich kriege die unterschiedlichen Farben nicht hin, ne? Wer macht's denn hier? Was haben wir hier falsch? Also, dass er im Stau steht. Kann das... ich habe keine Ahnung. Ah. Wir müssen den Paul Nord wegholen, weil der kann da nichts mit anfangen. So. Linie 5. Fahrzeug verwalten. Linie 5. Fährt auf der Linie 5. Linie verwalten. So, jetzt sollte er da hochfahren. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt hier tun soll. Lackiere die Busse. Wie soll ich den Busse lackieren? Kann man die Fahrzeuge lackieren oder was? Straßenfahrzeug. Hä? Wie soll ich denn ein Fahrzeug lackieren? Ich kann die Busse lackieren, aber doch die Fahrzeuge nicht. Fahrzeug verwalten. Ach Quatsch. Oh, ich bin so dämlich. Ich will nicht, dass du zurückfährst. Na. Aber eine Linie ist doch lackiert. Warum kann ich denn die anderen Busse jetzt nicht... Also ich verstehe diese Bonusaufgaben, da habe ich erst meine Probleme mit, ne? Ganz ehrlich. Hier steht drin, lackiere die Busse von mindestens 5 verschiedenen Linien in unterschiedlichen Farben. Wie kann ich denn ist das jetzt ernst gemeint mit dem Bus lackieren oder wie soll ich das verstehen? Muss mir einer mal erklären, bin ich da ganz ohr, ne? Jetzt habe ich auf der Linie 5 natürlich keine Fahrzeuge mehr, aber solange ich nicht weiß, wie das geht, ist mir das im Moment auch wurscht. So, Linie 4. Ah, da ist der Farbeimer. Ach komm, das kann es ja wohl nicht sein, ne? Oh Mann. Dafür das Tutorial, ne? Okay. Hurra! Viele bunte Busse kurven munter durch den mittleren Westen und keiner weiß, dass sie alle zu ein und derselben Gesellschaft gehören. Das war werbetechnisch wohl nicht so schlau. Okay, ich hab's verstanden. Hier fährt keiner. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder Fahrzeuge draufsetzen. Oh, wie doof. So, da ist er. Pass auf, da können wir das doch auch so machen, oder? Ne, der muss erst wieder auf die Linie und die kriege ich das natürlich von hier aus wieder nicht. Oh, Opa, du stellst dich ganz schön dämlich dran. Schicke mal da oben hin, ist doch egal. So, Fahrzeuge verwalten. Jetzt aber, ne? Linie 5. Linie 5, Fahrzeuge verwalten, Linie 5, Fahrzeug umlackieren, zack.
Ja. Straßenmeisterei beliefern, das kommt später. Busse umlackieren. Lackiere alle Busse. Was meint er mit alle Busse? Ah, pass mal auf, das können wir auch eventuell so machen, ne? Oder? Nee, das geht wohl nicht. Ja, warte mal, das mache ich aber dann anders. Wenn ich jetzt alle Busse, also nicht nur die der 5 Linien, sondern alle. Was auch ein bisschen blöd ist, das Fenster hier jetzt genau da ist, wo ich hier arbeiten soll, ne? Ich kann das hier nicht verschieben. Nur nicht nochmal. Straßenfahrzeug. Linie 2. Ja, die haben ja alle schon die Farbe. Linie 3. Linie 4. Linie 4 nochmal. Linie 5. Macht der die dann alle? Steine, ne, Steine. Ihre Farbe steht für beste Qualität. Corporate Identity nennt sich sowas. Okay, also das wäre erledigt. Ein Glück. Und dann schicken wir die noch auf eine Linie, da könnt ihr ein bisschen spazieren fahren hier. So. Gut, jetzt müssen wir uns mal intensiv hier um unser Dingens kümmern hier. Asphalt. Lieferanten. Quatsch. Fährt da überhaupt noch jemand? Da fährt gar keiner mehr. Asphalt. Steine. Ich habe die alle auf Steine gesetzt. Die müssen noch weiterfahren. Ich muss da noch mehr Zeugs halt liefern. Gott, wie blöd. So, arbeitet der jetzt? Die arbeiten, können noch nichts verschicken, weil ich noch keine Linie gebaut habe in diese Straßenmeisterei. Baumaterial in Straßenmeisterei. So, hier ist Baumaterial und das muss in die Straßenmeisterei. Habe ich da noch keine Linie gebaut? Nee. Neue Linie. Baumat 1. Baumat 1. Von hier nach hier. Yeah. 100. Ah ja, gut, dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen Gang in die Gänge kommen hier. Jetzt geht das natürlich wieder nicht mit dem mit den Fahrzeugen, die ich hier schon habe. Vermute ich mal ganz stark. Nee. Hä? Quatsch. Baumarzt. Nee, geht natürlich nicht. Ich muss hier unten ein Depot hinbauen. Jetzt ist alles nichts. Sonst wird das hier. Jetzt kriege ich hier noch an die Nerven. Nee. Was für Nerven? Was für Nerven? So, wir müssen Fahrzeuge kaufen. Cargo. Der soll Baumaterialien fahren. 2, 3, 4, 5, 6 auf die Linie Baumarzt 1. So.
Da muss ich auch was hin, ne? Der fährt nach wie vor Asphalt dahin. Baumaterial liefern. 0 von 100. Achso, Baumatz. Und die kriege ich ja nur hier. Also müsste ich noch eine zweite Linie bauen. Baumatz 2. Neue Linie. Komm, ich gebe dir jetzt auch den Namen. Baumatz 2. Ja, habe ich natürlich jetzt so gemacht. Egal. So, Baumatz gibt es hier. Und das soll nach da, genau. So, und jetzt haben wir ja hier ein schönes Depot und jetzt sollte das auch funktionieren. Baumatz 2. So, damit die wir keine Weltreise machen müssen, gibt es hier eine Brücke. Wir können ja schließlich Straßen bauen. Es gibt eine anständige Straße. Da, komm her. Bis vor die Tür. Kosten spielt keine Rolle. So, auf geht's. Schön lang gemacht haben können. Entschuldigung. So, seid ihr jetzt am Produzieren hier? Ja, hier landen Baumaterialien und zwar auf diese Linien. Das Tutorial hat schon einen Sinn, also sonst wäre es ja kein, gäbe es das ja nicht. Ne? Also ich muss schon sagen, dass ich hier Sachen sehe, die ich vorher gar nicht so gesehen habe, gerade in den Farben. Und auch mit den Linien, dass ich nicht unendlich weit vom Depot aus jemanden auf irgendeine Linie schicken kann. Ne? Da wollte ich gerade noch was testen. Wenn ich jetzt hingehe und mache hier. Die ist ja jetzt direkt nebendran. Entschuldigung. Oh Mann. Neue Linie. Nenne ich jetzt einfach mal Test. Test. Und da nach da. Ganz normaler Bus, aber ich glaube, ich kriege jetzt gar keine Busse hier raus. Ne? Kann ich den auf die Linie Test schicken? Da geht das. Ne? Ist also nicht so weit weg. Aber ich kann diese Fahrzeuge hier. Ja, ich kann die nur alle auf die Asphaltlinie setzen, was ich vielleicht jetzt auch mal mache. Asphalt 2 habe ich, glaube ich, jetzt einige sitzen. Ne? Ja, okay. Es fängt an. Und die nehmen hier die Abkürzung. Guck. Jetzt könnte ich der Steinlinie hier auch noch eine Abkürzung verpassen. Wir sind heute mal großzügig. Oh, habe ich dich jetzt bis jetzt abgekackt? Ja. Glück gehabt. Das war ja. So, Steine brauchen wir hier. Da komm mal her. Da kriegst du hier mal einen Strich. Und hier einen. Wegen der Brücke, ne? So, da können die Steinfahrzeuge hier rüberfahren. Steinlinie. Fahrzeuge verwalten. 10 Fahrzeuge. Aber sind wir mal großzügig, dass es hier mal vorangeht. Baumatz 1. Fahrzeuge verwalten. Natürlich knallen wir da mal einiges drauf. Halt, Baumarkt 2. Ist ja nicht so, als wenn wir kein Geld hätten, ne? So, Steine haben wir jetzt. 20 Fahrzeuge. Genau, so, jetzt machen wir hier noch
Ah, das machen wir nicht. Komm, lass die ruhig fahren. Die nehmen halt so viel mit, wie sie können. Transport 15%, aber die kommen ja jetzt hier angerannt. Die bringen Steine. Ich sollte jetzt aber mal gucken. Ah, die haben eh schon die andere. So, einfach nur ein bisschen zur Übung. Da muss ich auch mal mehr mitarbeiten, ne? Sind wir mal großzügig. Tack. Ja, guck mal, das sieht aus. Ne? Naja, ich sag nichts. Nix. So, dann haben wir hier mal schönes schöne Steine hin. Ein bisschen kleiner. Ich das Ganze mal ein wenig Pep. Ach, guck mal. Da muss ich mal mit üben. Da gibt's doch, ist doch das Kampagnen-Ding her richtig gut für. Ne? Das Ganze hier mal ein bisschen im Wald sitzt. Die Straßen malt er ja eh nicht. Da kann man das hier richtig schön zumalen. Aber es ist nicht gleich vorbei. So, und da haben wir ja hier auch noch einen schönen Felsen. Zäune ist mir jetzt zu viel Aufwand. So, hier haben wir schöne Sachen. Das ist diese wunderschöne Parkfontäne. Gott. So, jetzt machen wir mal langsam. Jetzt gucken wir mal, wenn jetzt hier einer hinfährt, wie das aussieht aus der Innenansicht. Ja, guck mal, das ist doch schön. Ja, da muss ich viel mehr mitarbeiten. Also unbedingt ist das laut. Ich muss da unbedingt mal mit. Also im freien Spiel werde ich das jetzt mal richtig umsetzen. So, die kriegt jetzt so Power hier, dass er schon hochfährt, ne? Ja, damit muss ich echt mal ein bisschen rumspielen. Hier mit den ganzen Depots. Weil ich kann ja hier 30 Meter lang jeweils drei. Ist ja nur mal zum Testen. Wäre das jetzt noch theoretisch noch erweiterbar mit weiteren Gütern? Also wie gesagt, ich spiele jetzt nur ein bisschen rum hier. Also jetzt ist das verbunden? Ist verbunden, ne? Ist ja Wahnsinn, ne? Ja, da kannst du ja richtig. War mir nie so bewusst eigentlich, ne? Was man hier alles noch so. Hervorragend! Die breiten und ebenmäßigen Straßen sorgen für ein ganz neues Fahrgefühl. Die Busse können nun viel schneller fahren. Das verbraucht allerdings auch viel mehr Sprit. Sorge dafür, dass die Treibstoffversorgung im ganzen Einzugsgebiet sichergestellt ist. Nicht, dass du plötzlich auf offener Strecke stehen bleibst. Bis vor kurzem dachte man noch, das Erdöl könnte irgendwann knapp werden. Ein kolossaler Irrtum.
Sorge dafür, dass die nie versiegenden Ölvorräte der Treibstoffproduktion zugeführt werden. Okay, sag mal, können wir eigentlich Züge bauen? Können wir ein bisschen mit dem Zug arbeiten hier, ne? Tankstelle braucht also. Oh, komm, wir machen mal ein bisschen mit dem Zug, ne? Das ist die Treibstofffabrik. Die hätte gern Öl. Da schieben wir doch hier mal einen Zug durch. Aber bevor. Ja, komm, mach mal. Wir müssen hier nicht nur mit LKWs arbeiten, das wäre doch Quatsch, ne? Güterkopfbahnhof. Machen wir gleich zwei Gleise und richtig lang und Oberleitung. Da knallen wir dem hier mal richtig was drauf. So, und das gleiche kriegt da unten das Ding. Haben wir noch. Ja. Was sollen wir denn hier mit LKWs rummachen, ne? Können wir doch ein bisschen mit Zügen rumspielen. Verbindung und Gleise. Ich hoffe, dass wir Züge bekommen. Das weiß ich noch gar nicht. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier Blödsinn mache. Koste es, was es wolle. Habe ich den richtigen? Zack. Neue Linie. Richtigen Namen Zug. Rohöl. Rohöl. Zug Rohöl. So, Zug Rohöl kriegt. Ah, nix zu Rohöl. Neue Linie, Zug, Öl. Öl. Wir machen hier alles mit Zügen jetzt. Es war eigentlich unnötig. So, wo ist denn die Ölquelle? Da. Egal, wie viel Geld haben wir noch? 67 Millionen. Machen trotzdem alles mit Zügen. Kopfbahnhof. Richtig schön lang. Und hier dran. Gleise. Wo müssen wir hin? Da oben, ne? Gut, dass wir ein zweites Gleis dran gebaut haben. Kollision? Warum? Ein ewig langer Tunnel. Völlig egal. Fahre ich den hin? Ach ne, ich fahre gut. So. Hier könnten wir eventuell mit LKWs arbeiten. Wenn wir jetzt hier Bahnhof hinbauen. Als Abzweig. Kollision, womit? Bau nicht möglich. Kollision. Die Straßen wahrscheinlich, ne? Ja, der bremst zwar jetzt überall ab. So. Gut, Bahnhof brauchen wir natürlich trotzdem. Naja, das ist aber umständlich. Der kommt doch von hier unten hoch. Ach komm, das machen wir mit LKWs.
Genau. Das machen wir jetzt ausnahmsweise mit LKWs. Also brauchen wir hier ein LKW-Depot verbunden mit. Ja, schönes großes, gell? Weit genug weg, weil ich will die Straßen hier direkt aufrüsten. Da geht's nicht, aber es ist egal. Kollision mit dem Dings da, ne? Nächste, die geht. Okay, dann machen wir die halt. Egal. Straßendepot haben wir hier. So, und dann kann der hier hinfahren. Gebäude. Dahin. So, dann brauchen wir noch unseren. Ach, der geht ja direkt in den Tunnel, ne? Das ist ja geil. Könnten wir eigentlich schon mal losschicken. Ein Zugdepot. Da haben wir es. Werde ich wohl zwei bauen. Einfacher, sonst muss ich hier nochmal Verbindung herstellen. Naja, so geht das nicht. So, Gleis. LKWs wäre es wahrscheinlich schneller gegangen, weil die schreiben ja nur. Aber ich kann mir vorstellen, dass noch mehr kommt. Deswegen ist die Zuglinie gar nicht so übel. So, da kann der hier schon mal fahren. Da kann der schon mal Zeugs da hochliefern, da könnt ihr schon mal arbeiten. Wenn ich einen Zug kaufen kann, ich kann einen Zug. Und was für einen? 12 Millionen. Und Kesselwagen. Da, es geht alles, ne? So, kaufen. Und hier geht's jetzt. Das war es jetzt nicht geplant so. Nein, 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 nein. Weg. Ich wollte eigentlich den kaufen. So, das haben wir 320 Meter. Ist immer noch gut. Boah. 27 Millionen. Jetzt geht unser Geld doch zur Neige. Egal. Ich schicke den jetzt auf die Linie, die wir erstmal noch erstellen müssen. Neue Linie. Hätte ich nicht gebraucht. Ich habe nämlich eine zu große Linie. Der braucht nur noch Haltestellen. Einmal hier. Und einmal hier. So. Der geht jetzt auf die Zugroöl. Oh, habe ich jetzt beide dahin geschickt? Das war natürlich Quatsch. Nee, nee, fahr du mal wieder zurück ins Depot. Ah. Natürlich. Dann dreh um. Kein Weg elektrisch. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, war ein kurzer Unterbrecher. Unterbrecher. So, was habe ich denn jetzt hier gebaut? Dummheiten. Weg. Ich habe die Elektroleitung, ne? Ja. So, da werden wir den mal kurz ein Stück mitfahren, ne? Oh, das sieht, ich finde das so geil. Und das, wie das hier aussieht, das ist so. Und er fährt nach Minneapolis. Hier geht es natürlich hoch und er hat 312 Öl, kann der laden. Aber wir haben noch ganz schön Geld ausgegeben jetzt, ne? Aber ich wollte das einfach mal machen. Ja. Ist das herrlich. Der hat aber auch ganz schön Power, der Zug. Der war immer noch gut, obwohl er so viele Waggons hat, ne? Aber er fährt aber auch nicht schneller als 21 km/h. Also so gut kann das hier gar nicht gewesen sein.
okay, jetzt wird's mir zu schnell. Ganz ehrlich. Hallo? Jetzt die Wüste geschickt. Ah, nee, alles klar. So, jetzt fährt er aber anständig hier, ne? Lass wir den mal ein paar Mal fahren, dass wir wieder ein bisschen Geld haben. Vor bei den anderen. Obwohl, der muss ja eh erstmal hochfahren. Da muss der. Hier sind sie schon schwer am. Ah, stopp. Stopp. War es noch früh genug? Das soll natürlich hier vollladen. Und dann ewig warten, ne? Ist klar, hoffentlich war das jetzt nicht zu spät. Nee. So, jetzt kommt ihr mal in die Gänge hier. Versand 400, volle Kanne, ne? So, und das ist jetzt was, was ich auch noch lernen muss, diese Rate. Wir haben eine Rate von 360. Das wird sich mit der Zeit noch etwas verändern. Das ist ja gerechnet aufs Jahr, ne? Ungefährer Jahresdurchsatz pro Station. Das heißt, er schafft von dieser Station bis zu der oberen Station einen Jahresdurchsatz von 360. Das heißt, er fährt dann die Strecke in einem Jahr? Ich weiß es nicht. Egal. So, wir können aber schon mal eine Linie einrichten von hier nach da. Genau. LKW Treibstoff nennen wir die. LKW Treibstoff. Dorf. Was schreibst du denn da? Dorf. Gut. Von da einfach nur nach da, ne? Eigentlich andersrum, aber ist egal. Haben wir da ein Depot, ein Fahrzeugdepot in der Nähe? Nee, ne? Ja, da suche ich auch nicht lang rum. Bauen wir eins. Straßenfahrzeugdepot. Doch, da ist doch eins. Können die hier Treibstoff? Die können, glaube ich, alles, ne? Die können. Ja, die können alles. So, LKW-Treibstoff sind natürlich viel zu viele. Macht aber nichts. Linie verwalten soll natürlich hier im Zentrum auch warten, bis voll ist, ne? Weil die dürfen nicht leer fahren. Leerfahrten kosten mehr, als wenn sie rumstehen. Ist zwar irgendwo immer so ein Kompromiss. Die schon was bekommen? Nee. Linienproblem haben wir keins, aber der ist immer noch am Füllen, gell? Ja, da geht ja auch einiges rein. Hat schon 2 Millionen gekostet. Sehr gut. Ja, die sollen hier Gas geben. Komm, da geben wir mal hier ein bisschen Gas. So, und die warten jetzt alle hier. Richter in dem Ultraschall. Ach so, ich bin meiner Zeit schon voraus, ne? Weil hier, die wollen nämlich auch Treibstoff, sehe ich gerade. Da müssen wir da bei Sicherheit auch noch was bauen. Können wir schon mal vorbereiten. Brauchen wir es nachher nur noch anschließen. Zack. Neue Linie. Nennen wir B. Auf die zweite. So, wir nehmen hier das Öl. Ja, Treibstoff ist eigentlich falsch, ne? Müssen erstmal Treibstoff herstellen. Achso, ja, doch, ist richtig. So richtig. Ist alles richtig. Von da nach da.
Ich gehe mal davon aus, dass der eine andere Linie da nimmt, ne? Ja, macht er automatisch. Das ist gut mit den Großen. Das muss ich mir mal angewöhnen in meinem reinen Spiel. Gut, hier passiert noch nichts. Hat er jetzt zumindest mal abgeliefert. Der hat offensichtlich abgeliefert. Denn er hat mir Kohle reingeschaufelt. Hat er jetzt tatsächlich 6 Millionen gebracht. 8 Millionen, die Fahrt hier. Hohoho. Bin ich ja begeistert. 5 Millionen plus. Also das lohnt sich schon, hier so riesen Züge zu bauen. Die kommen jetzt auch in die Gänge. Aber ich muss jetzt natürlich hier noch einen Zug draufsetzen auf die Linie. Mal gucken. Der geht komplett unten drunter durch. Ja? Tatsache. Wie kriege ich denn da ein Gleis angeschlossen? Opa. Ja, nee, ne? Doch, ich weiß schon, wie. Ich muss hier. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Muss jetzt hier versuchen. Ah ja, zeigt er mir. Alles unterirdisch, ne? Oder? Ja. Ist ja nur einspurig. Ja, das ist okay. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Zug konstruieren. Fahrzeuge kaufen. Natürlich holen wir nochmal so eine dazu. Kaufen und Kesselwagen. Nochmal 21 Millionen. Zack, weg damit. Brauchst du natürlich eine neue Linie? Habe ich noch keine gebaut, ne? Achso, ich kann ja eigentlich dem sagen, hier, neue Linie. Die kann ich ja dann schon bauen. Zug, Öl. Da weiß ich Bescheid. Zug, Öl. Aber eine Linie komplett unter Tage hier. Wahnsinn. Fährt dahin. Und dahin. Jetzt kann es natürlich sein. Doch, er macht's. Da fährt er. Lacrosse. Hat eine 192, können wir jederzeit vergrößern. So, langsam. Ich muss jetzt mal gucken. Wo ist der? 12 Millionen gewinnen. Ist der schon auf dem Rückweg? Ja, guck dir das an. Völlig unterirdisch hier. ...3941... Also ich kann sagen, diese, je größer, also das ist ja Wahnsinn, was das ausmacht. Guck dir das mal an, was dir hier ein Zeug reinfährt. 8,1 Millionen mit 312 auf die Strecke. Ich muss mein freies Spiel etwas umdenken, ne? Obwohl ich ja da 100 Millionen habe mittlerweile. Also so ist es ja nicht. Jetzt fährt er natürlich in die falsche Richtung. Kann ich ihn umdrehen? Ja. Weil er soll ja hier. Fahr mal andersrum. Ja, das dauert sowieso. Das geht ja so schnell hier gar nicht. Da macht er aus zwei Rohöl ein Dingens, ne? Terminals. Ja, perfekt. Aber Treibstoff herstellen. Er will jetzt aber doch zuerst, dass ich Öl dahin liefere. Und dann kommt erst das, die Treibstoffgeschichte. Ne? Aber die warten hier quasi schon, um den Treibstoff wegzubringen. Treibstoff 2. Habe ich da schon Fahrzeuge drauf? Nee. Komm, man nehmen welche von der Treibstoff 1. Setzen die auch die Treibstoff 2, sonst ist das zu viel. Wahrscheinlich reicht ja da schon einer, ne? So.
Ja, das Blöde ist, die hängen natürlich jetzt hier fest. Ja, okay, macht aber nichts. Aber die kriegen von mir noch einen anderen Weg gemacht, ja. Komm mal her. Nee, das wollte ich so machen und konfigurieren. Straßenzugang. Treibstoff 2, die hat ja, denke ich auch, nee, hat sie nicht. Lacrosse-Zentrum. Vollladen einer Fracht. Warten auf ewig. Du fährst hier nicht leer. Das will ich gar nicht. Zurück. Und vor allem fährst du nicht darüber. So, kriege ich die hier hochgeballert auf die vierspurige, zweispurige erstmal, ja. So, die eine geht darüber und die andere da hoch, ne? Die Straße haben wir eh schon. So, Lieferanten ist auf Tour. 100 bedeutet Versand 100. Ist der jetzt schon weg? Ist der unterwegs? Im Tunnel? Ja, da kommt er auch eben an. Wurde auch Zeit, weil wir sind bei 18 Millionen. Was früher die Poststation war, ist heute die Tankstelle. Treffpunkt und Rastplatz für Mensch und Maschine. Sieh zu, dass stets genügend Sprit vorrätig ist. Gut, das haben wir schon vorbereitet, da wir das ja schon wussten. So, dann auf geht's. 19 Millionen. Oh Gott, ich hoffe, der Zug hier kommt gleich wieder an. Da ist er. So, wie sieht's jetzt hier aus mit euch? Sprit. Sehr schön. Die Motorisierung nützt der gesamten Gesellschaft. Dennoch ruft sie bereits eine lautstarke Gegnerschaft auf den Plan. Es wird behauptet, Autos und Busse würden die Umwelt schädigen. Das ist natürlich Humbug. Trotzdem lohnt es sich, einige Maßnahmen zu treffen, um kritische Geister zu besänftigen. Was willst du denn? Die Gegnerschaft der Automobilisierung fordert, mehr Grün soll ein Ausgleich zu den Blechlawinen schaffen, die sich angeblich durch die Städte pflügen. Nun, wenn's weiter nichts ist. Das war Linie Treibstoff 2 haben wir auch. Gleich mal ein paar mehr dabei. So, Minneapolis und St. Paul. Im Gebiet von Minneapolis und St. Paul. St. Cloud, wo sind St. Claude? Oder Cloud oder wie auch immer. Wo sind St. Paul? Klick doch an, da siehst du es. Ach. Bäume pflanzen, ja, das können wir doch, haben wir doch schon gemacht, ne? Hat er das schon gezählt, was ich vorhin da gemalt habe? Offensichtlich, ne? Da zählt's nicht. So, machen wir mal ein bisschen größer hier, dass das Ganze mal etwas schneller geht. Die Unzufriedenen sind besänftigt. Deine Maßnahmen haben ihre Bedenken gegenüber der Motorisierung zerstreut. Und in der Tat, in letzter Zeit fühlt sich die Luft irgendwie frischer an.
Treibstoff liefern. Also es ist eigentlich egal, welche, ne? Aber hier wäre ja auch noch eine. Okay, haben wir geschafft. Naja, das haben wir ja auch gleich. Eisenbahn, 10 Millionen. Ja, kann man mitleben, ne? So, der bringt hier fleißig. Die wartet ja auch, wenn ich auch da oben, ne? Habe ich der, glaube ich, gesagt, ne? Zugöl. Nee, macht er nicht. Da muss ich das da oben dem noch sagen. Leclerc warten bis voll. Sonst wird das mir zu teuer mit dir hier. Und der hat wieder abgeliefert. Man sieht's. Also wenn man so arbeitet, dann gibt's richtig Kohle. Dann sind die Tanken stets gut versorgt. Gut versorgt ist auch die Bevölkerung von Minneapolis. Und zwar mit Nahverkehr. Zu gut. Denn während dein Fernbusgeschäft bestens gedeiht, musst du dich im Nahverkehr gegen die öffentlichen Verkehrsbetriebe durchsetzen. Das ist ärgerlich. Sorge dafür, dass dieser unliebsamen Konkurrenz der Schnauf ausgeht. Noch nutzen zu viele Passagiere die städtischen Trambetriebe. Damit das nicht so bleibt, musst du das attraktivere Angebot zu niedrigeren Preisen bieten. Hä? Wie soll das denn gehen? Was meinen die damit? Ach so, da bin ich ja schon dabei, ne? Was habe ich ja alles schon so weit? Ich habe ja eine ganze Menge Linien laufen hier. Die Minnesota Milling Company will der Kundschaft vermitteln, dass ihr Produkt von ganz besonderer Qualität ist. Hilf ihr bei diesem Unterfangen. Wieder mit deinen Bussen, das ist dann egal wo, ne? Linie 6 haben wir gar nichts, ne? Passagiere, ist da noch was am Laufen überhaupt? Klar. Fahren die überhaupt? Ja. Lass einfach mal alles laufen. So, dran konkurrieren 18%. 19, 18, muss ich da jetzt noch mehr? Nicht genug Fahrzeuge verfügbar, okay. Na gut, es läuft ja. Was willst du jetzt? Hilfe bei ihrem Unternehmen, machen wir doch. Die Mehlfabrik will ihrer Klientel weismachen, dass jedes Weizenkörnchen vor der Verarbeitung von Hand verlesen wird. Lasse Proben aus verschiedenen Produktionsbetrieben liefern und erwecke so den Eindruck, dass nur das beste Getreide Verwendung findet. So, da haben wir jetzt auch mal kein so ein Riesending hier hin. Getreide. Und wo soll das hin? Ah, hier haben wir noch ein. Ne, langsam. Von hier nach da machen wir aber gleich eine Abkürzung hier. Umgehungsstraße. Einmal von hier nach da und einmal von. Von da, ne? So.
Gut, neue Linie. Neue Linie. LKW Getreide 1. Neue Linie. LKW Getreide 2. Okay. Gut, dann machen wir kurz zu. Das ist ja in der Nähe, das sollte ich doch hier Fahrzeuge rausschicken können, ne? So. Meinst du aber auch nur. Achso, ich habe auch, glaube ich, noch keine Haltestellen erstellt, wie immer, ne? Ja. So, Getreide 1. Getreide 1 wäre hier. Und Getreide 2 wäre dann quasi hier, ne? Ah, das Spiel ist so geil. Ich finde das so richtig gut. Da musst du richtig denken. So, jetzt habe ich Getreidelinien. Jetzt muss ich nur noch mal hier in das Depot. LKW Getreide 1 und LKW Getreide 2. 37 Millionen. Die Züge fahren wie doof, ne? So, sollen wir hier eine Abkürzung bauen? Bauen wir doch. Wir haben doch die Möglichkeiten. Brauchen wir nur keine so eine Riesenstraße. Knotenpunkt dahin. Riesenkreuzer. Ja, hier, die können ruhig durch die Stadt. Können, müssen aber nicht. Also machen wir hier einen Straßenausgang. Und da hängen wir eine Straße dran. Umgehungsstraße bis konfigurieren, Straßenausgang, zack. So, hier müssen wir ein Stück wegreißen. So. Fährst du schon dahin? Jawohl. Ach, das ist doch... Das geht doch zackig, ne? Ja, der ist erstmal dahin gefahren. Hä? KW Getreide 2. Ja, Produktion läuft. Aber... Warum erscheint hier nichts? Ah, jetzt okay. Linie verwalten. Natürlich wartest du da oben auch bis voll ist. Ja, ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe die Kampagne komplett durch. Es läuft zwar, gibt es zwar eine lange Folge dann, aber das ist mir egal. Sehr gut. Die Kundschaft ist von der herausragenden Qualität überzeugt. Dies auch dank der berühmtesten Hausfrau der Nation. Eine Dame namens Betty preist das Produkt regelmäßig in ihrer Kochsendung im Radio an. Sorge dafür, dass ihr Gesicht an jeder Straßenecke zu sehen ist. Die perfekte Hausfrau Betty wirbt in der ganzen Gegend mit ihrem Konterfei für das beste Mehl. Allerdings wird gemunkelt, die Dame existiere in Wirklichkeit gar nicht. Okay.
LKW 100. Busse. Ich verstehe das hier noch nicht so ganz, was ich hier machen soll noch. Das ist, sieht aus, als wäre das noch nicht erledigt. Kann das sein, dass hier nichts mehr fährt? Aber warum? Ich kann ja keine Fahrzeuge kaufen. Soll ich da vielleicht mal Busse hinschicken? Mach mal die Buslinien, schick die mal alle da hoch. Vielleicht. Der ist sowieso hier. Haltestelle hinzufügen. Kiefernweg. Einfach nur mal so. So, was haben wir noch für Linie hier? Und da fahr du auch mal da hoch noch. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das irgendwas bringt, aber... Busse verfügbar, 2 von 38. Test-LKW, Fahrzeuge verwalten. Keine Ahnung, das ist was bringt. Ich habe keine Ahnung. Testbus, Fahrzeuge verwalten. Da sind gar keine mehr. Das hat damit irgendwas zu tun? Bin mir nicht sicher, was ich hier noch machen darf. Busse verfügbar 0 von 38. 64%. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Oh, hier läuft es aber gut, ne? Ja, das läuft ja richtig gut. Ja, Öl geht immer. So, biete mit deinen Bussen einen besseren Service als die städtischen Tramlinien an. Ich habe ja hier wirklich alles abgedeckt, ne? Aber ich könnte jetzt hier noch ein bisschen rumspielen. Ich mach mal eine kurze Aufnahmepause und guck mal, wenn das hier jetzt bei 100% ist, komme ich wieder rein. Ne? So, wir nähern uns jetzt dem Ende dieser Tram-Konkurrenz. Da wäre auch noch ein Treibstoffladen. Ah ja. Wie was sieht man das hier wieder plus mache? 87 Millionen, guckt ihr das mal an. Ist ja gigantisch, ne? Für ein Testspiel, also für eine Kampagne. Nicht übel. So, jetzt haben wir es gleich gepackt. Ich weiß nur nicht, ob da noch was kommt. Ist egal, es wird halt eine überlange Folge. Ich will jetzt die Kampagnen hier versuchen, in eine Folge zu packen. Sonst wird das alles etwas, wenn das alles zu viele Einzelfolgen. Ne? Ist ja kein Problem, denke ich. So, hier hängen überall Linien dran. Busbetrieb ist einsame Spitze. Haben wir doch gemacht. Haben wir doch hinbekommen. Im Westen, sondern auf dem ganzen Kontinent. Einst kamst du aus dem Stollen einer Mine. Heute gehört dir eines der profitabelsten Unternehmen im ganzen Land. Na siehst du. Weißt, der amerikanische Traum kann wahr werden. Jawohl. So, das hätten wir geschafft.
In der nächsten Folge werde ich wohl wieder ins freie Spiel gehen. Diese sind allerdings sehr weit vorgearbeitet, also vorproduziert. Das heißt, das kann also 14 Tage dauern, bis die erscheint. Wie gesagt, ich gehe morgen ins Krankenhaus für ein paar Tage. Und die Missionen, klar, die kommen natürlich zeitnahe, weil die ja doch, das ist ein anderes Thema halt, ne? Und ansonsten, ja, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann sehr gerne hier, ne, könnt ihr gerne da draufklicken, dann gibt es nämlich ein kostenloses Abo. Oder auch gerne Kommentare reinschreiben. Ich bin für alle konstruktiven Kritiken offen. Ich höre mir auch gerne Tipps an. Natürlich will ich auch viel selbst rausfinden und nicht zu viel spoilern, aber so allgemeine Tipps, was Technik angeht, ist kein Problem. Sag mal, was die Logistik angeht, das möchte ich schon möglichst viel selbst herausfinden. Ansonsten gerne ein Däumchen oder ein Abo oder ein Kommentar, wie ihr wollt. Bis dann, euer Opa Gamer. Ciao.